Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Glutamat. Da wollte ich mal ein bisschen aufklären, weil viele Leute denken, das ist irgendwie ein schlimmes Zeug und irgendwas Chemisches und so weiter. Und da wollte ich einfach mal erzählen, was das ist, woher das kommt und so weiter. Also im Großen und Ganzen, Glutamat ist ein Stoff, den man schmecken kann. Und es ist sogar eine eigene Geschmacksrichtung, die heißt Umami. Und die ist hier nicht so weit verbreitet, denn ja, in Asien und so ist das, kennt man das halt schon. Das ist halt einfach der Geschmack von Protein, also von Fleisch oder sowas, also hauptsächlich von Protein. Das ist halt so wie Zucker und Fett gut schmecken, ist halt sozusagen Protein, kann man nicht direkt schmecken. Deswegen schmeckt man Glutamat, weil aus der Glutaminsäure entsteht dann Glutamat und das kann man dann schmecken und das weist halt darauf hin, dass Lebensmittel proteinreich sind. Das heißt, Glutamat ist praktisch einfach nur ein Stoff, der natürlich in Lebensmitteln vorkommt und dann sozusagen darauf hinweist, dass dieses Lebensmittel proteinreich ist. Und haben es natürlich einige Leute verstanden so, dass die Menschen darauf stehen und haben das jetzt halt chemisch hergestellt und tun das halt in Gewürze rein und was weiß ich, weil es dann halt einfach besser schmeckt. Aber das ist genau dasselbe, als würde man halt mit Salz würzen. Naja, es ist nicht ganz genau dasselbe, weil das Salz, das Salz kann man ja wirklich gebrauchen. Aber trotzdem, es ist halt einfach ein Geschmack. Es ist der Geschmack von Proteinen, den man mag. Das ist was ganz Natürliches, das ist nicht irgendein Quatsch, sondern das ist halt einfach in Lebensmitteln bereits drin. Und wenn man das halt auf seine Lebensmittel rauf tut, dann täuscht man dem Körper halt eben so vor, dass das halt eine proteinhaltige Mahlzeit ist. Ist das in Asien auch sehr verbreitet. Da tun die das alle auf ihren Reis, in der Sojasauce ist das ja drin, in Maggi und so ein Zeug. Und dann schmeckt halt das Reis nach was, die haben halt mega Proteinmangel da, wenn man da nur Reis isst und kaum Fleisch. Und weil die halt trotzdem den Geschmack haben wollen, hauen die sich da ordentlich Glutamat drauf. Und das wird halt gemacht, aber es ist halt überhaupt nicht schädlich. Kann ich auch nochmal sagen, es gab mal irgendwie dieses China-Restaurant-Syndrom oder so, haben einige Leute gesagt, dass sie angeblich Kopfschmerzen haben, nachdem sie in China-Restaurants ganz viel Glutamat gegessen haben. Das hat man aber genauer untersucht und man konnte auf jeden Fall man konnte keine Verbindung zwischen Glutamat und irgendwelchen Sachen, irgendwelchen schlechten Sachen herstellen. Und das macht ja auch gar keinen Sinn, weil es halt einfach ein natürlicher Stoff ist, der in allen Lebensmitteln vorkommt. Und deswegen kann man damit ruhig würzen. Wichtig ist, dass man halt sein Protein isst. Und wenn man seinem Körper halt vortäuschen will, dass man gerade eine proteinhaltige Mahlzeit isst, und wenn sie sowieso schon proteinhaltig ist, kann man sie halt eben noch leckerer gestalten. Das ist halt einfach eine Geschmacksrichtung sozusagen, die darauf hinweist, dass man gerade was Sinnvolles isst, was mit viel Protein. Das wollte ich dazu sagen, also keine Angst vor Glutamat und ciao.